Hey, hier ist Christian, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es einen Vlog. Es ist jetzt gerade, wie viel Uhr? In Deutschland 10, hier 20 nach 9 ungefähr, glaube ich. Wir werden es uns jetzt fertig machen. Dann wollten wir noch ein paar Bilder mit dem Flamingo da machen. Mit Schwan. Dem. Was? Schwan, genau. Mit dem Schwan da machen. Und dann gibt es für uns auch ein Boot, weil dort werden wir so eine Bootsrundfahrt machen, wo wir tauchen werden und Jetski fahren und Bananenboot fahren. Und vielleicht auch Schildkröten und Delfine sehen. Als erstes werde ich mich im Gesicht eincremen, weil ohne Sonnencreme werde ich hier verbrennen. Ich hatte gestern über meinem ganzen Bauch einen riesigen roten Sonnenbrand. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal eincremen. Elina will jetzt einmal ein bisschen was frühstücken. Ich habe keinen Hunger. Bei so einem warmen Wetter kann man halt nicht so viel essen. Ich glaube, es sind jetzt schon über 20 Grad. Und wir haben 9. Heute soll diese Woche übrigens bis zu 47 Grad werden. Also ganz schön warm. Ich schreibe auch gerade. Hey! Also an euch, hey! Und da ich die Tauben letztes Mal gefüttert habe, sitzen jetzt hier nicht nur eine, sondern drei Stück und streiten sich. Wir haben uns jetzt komplett eingecremt und umgezogen. Ich habe jetzt nur so eine Tunika rübergeworfen, weil ich darunter mein Bikini anhabe, weil wir gleich auf das Boot gehen werden. Und jetzt machen wir uns so fertig, also auf jeden Fall abpudern, damit wir nicht mehr so glänzen. Man sieht nur Schwan. Wir haben uns jetzt mittlerweile etwas fertig gemacht, also sind noch dabei. Und wir waren gerade auch noch kurz einkaufen. Und haben uns eine Drachenfrucht gekauft. Wenn ihr sie kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt müssen wir demnächst mal los, weil wir um 15.15 Uhr ja auf dem Boot sein sollen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal meine Sonnenbrille natürlich nicht vergessen. Was diese? Die hat das Ende in der Gurke für. Ja, das muss ein bisschen drüber stehen. Aber bevor wir losgehen, machen wir uns jetzt noch Tomatensuppe. Die haben wir natürlich auch gerade eben gekauft. Zusätzlich zur Drachenfrucht. Elina hat gerade die Suppe reingemacht und guckt euch das mal an. Das sieht aus wie Kacke. Pah. Das ist so eine Tomatensuppe eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so ein Kloßzeug geworden ist. Du es falsch gemacht hast. Nein. Das sieht halt nicht mal nach Tomatensuppe. Das sieht so eklig. Das sieht auch aus wie. Guck mal, wie geil in der Kamera aussieht. Hier, mach A. Ich probier jetzt. Das ist gar nicht Tomatensuppe. Was das ist? Was? Diese Soße, die man mal zu Fleisch macht. Wieso haben wir die gemacht? Hey, ich wollte eine Tomatensuppe. Wir wollten eine Tomatensuppe machen, mehr nicht. Ach, das ist nicht mal das können wir. Elina, du hast doch das genommen. Ja. Du hast das andere genommen. Nö, das war günstiger. Das ist gar keine Tomatensuppe. Ja, du bist dumm, ne? Ups. Jetzt haben wir Soße. Jetzt haben wir 1 Liter Soße und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Second try. Second try, ja. Ja, wir packen jetzt die Soße in den Kühlschrank oder so und machen dann später Nudeln dazu. Und essen das vielleicht. Mal gucken. Oder Bratkartoffeln oder so. Und jetzt machen wir Spargelsuppe, ja? Wir versuchen es jedenfalls. Mal gucken, ob es klappt. Wir sind jetzt fertig und haben uns gerade ein Taxi bestellt und warten jetzt darauf. Elina geht noch mal kurz eine Flasche Wasser holen und dann geht's los. Wir sind jetzt in Puerto Rico angekommen mit dem Taxi und trinken gerade einen Eistee, weil wir noch über 1 Stunde und 15 Minuten Zeit haben. Da soll dann unser Schiff ankommen. Unser Boot, ja. Ich habe mal an den Stand gesetzt und ich habe mir ein Eis geholt. Wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause, also es ist auch schon einen Tag später, weil wir gestern so fertig waren und dann direkt ins Bett gegangen sind. Und ja, also ich habe nicht so viel vom Schiff damit filmen können, vor allem auch nicht die Aktivitäten. Also wir sind einmal Jetski gefahren und dazu muss ich euch etwas erzählen. Dazu wollte ich euch nämlich noch erzählen, dass wir so dachten, ja, wir fahren Jetski und dann werden wir halt die ganze Zeit rumgefahren und fahren halt ein bisschen.
Und dann standen wir da auf einmal auf so einem kleinen Boot mitten im Meer, hatten zwei Jetskis und wurden einfach raufgesetzt und uns wurde dann gesagt, was wir machen sollen. Und wir waren total überfordert, weil wir mega Angst hatten, wir hatten sowas noch nie gemacht und wir waren dann so mitten im Meer. Und er ist auch noch weggefahren und er meinte zu uns, ja, fahrt ganz, 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 ganz weit weg. Und wir hatten einfach die ganze total Angst. Und dabei bin ich halt dann ein bisschen ausgeflippt. Also nicht ausgeflippt im Sinne von sauer gewesen, sondern ich hatte so einen Adrenalinschub, das glaubt ihr echt nicht. Ich habe mich selber noch nicht so erlebt. Ich habe einfach meine Augen geschlossen und habe auf voller Pulle das Gas gedrückt. Und wir sind so schnell gefahren, es war so lustig. Und auf jeden Fall möchte ich das nochmal machen. Ja, danach sind wir aufs Boot gekommen und direkt zur nächsten Aktivität und zur Bananenboot fahren. Das war auch total lustig. Also wir saßen da und wurden so ein Boot hinterhergezogen und es ist halt mega schnell. Zum Glück sind wir nicht runtergefallen, davor hatte ich nämlich am meisten Angst. Und dann mussten wir da runterspringen und zum Boot schwimmen. Das war auch total cool. Und ja, währenddessen sind die anderen tauchen gegangen. Das wollten wir eigentlich auch machen, aber haben wir dann halt nicht mehr geschafft. Und es war allgemein voll entspannt. Wir saßen auf dem Schiff und die ganze Zeit lief Musik und es war schönes Wetter und es war einfach total toll. Und ja, danach sind wir einfach direkt nach Hause gefahren mit dem Taxi. Und dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!